Thorsten, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Ja. So, ich habe noch ein bisschen hier den Luftbefeuchter hier gemacht. Das war, glaube ich, in der letzten Folge Fernseher. Jetzt habe ich hier noch ein paar Schränke. Da können wir ein paar Dinge reintun. Das ist ziemlich nice. Und zwar tun wir da sowas hier rein, wenn das denn geht. Ja! Was ist das? Alkohol. Das liebste Getränk eines jeden Stalkers. Erhält deine Stimmung, heilt deine Psyche, verbrauchbar mehr. Okay. Nett. Was ist denn das? Mechanikteile. Ich wette, die Dinger, die müssen wir alle irgendwie benutzen, um coolen Shit zu bauen. Elektrikteile. Ja, natürlich. Mechanik ist klar. Damit bauen wir den Scheiß, den wir hier überhaupt in den Auto stellen. Übrigens haben wir hier einen Waffenschrank. Naja, ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich die AK... Warte mal. Nicht hier rein tue. Bin ich, glaube ich, ziemlich cooler irgendwie. Genau. So. So weit, so gut. Wir sollen in die nächste Mission... Können wir das machen oder müssen wir nachher Butzele machen? Das weiß ich gerade nicht. Lass es mal mit Oliver sprechen. Oliver. Was ist los, Igor? Ich mach da ein Werfrin aus Team raus. Na, wir gehen einfach. So, lass uns eine kleine Haierbutzel-Betschel machen. Ja, ich muss schlafen. Ich brauche viel, viel Schlaf. Aha, diesmal sieht das ein bisschen anders aus. Okay. Tag 6. Der Schutzraum. Morgen. Offensichtlich ist Igors Jagd nach Essen erfolgreich gewesen. Er wartet oben auf uns, Alter. Das werden wir sehen, was wir... Igor, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. Вроде эфире нар настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Копачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум, стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Копачах. Не заблудишься. Окей. Dann lass uns die nächste Mission annehmen. Okay. Die Sperrzone verändert sich durch deine Entscheidungen und deinen Fortschritt. Wenn mehrere Helikopter fliegen und NAR-Soldaten patrouillieren, dann mach dich auf den Kampf gefasst. Du wirst auf deine Mission auf jeden Fall besser ausgerüstete Soldaten treffen. Wenn du das Kraftwerk in Tschernobyl zu sehen ist, wirst du wahrscheinlich stärkere Monster treffen. Monster! Haben wir bis jetzt nur eine... Die Zeit beeinflusst die Sperrzone ebenfalls. Die Strahlung im Gebiet wird stärker und je mehr Tschernobyl-Partikel in der Luft sind, desto häufiger finden Tschernobyl-Stürme statt. Baue bestimmte Maschinen, um Naturgewalten entgegenzuwirken oder deren Auswirkungen rückgängig zu machen. Okay. Das ist der Verräter. Den wollen wir gleich machen. Das Auge Moskaus. Das ist eine Sache, die geht mir total auf den Strich gerade irgendwie, ne? Hafen von Pripyat. Zentrum von Pripyat. Ach, guck mal, das wird immer alles angezeigt. Das ist die gleich hier vorne tatsächlich. Der Rote Wald, das Auge von Moskau. Ich mach dieses, den Verräter. F zuweisen. Was? Oh. So, und ich glaube, Medikamentenzentrum. Zentrum Pripyat. Ist das nicht so gefährlich? Roter Wald, Hafen Pripyat, funktioniert an der Nachrichten, Verfolgung und Pripyat angefangen. Vorratsabwurf. Ja. Mission starten. Ich hoffe, dass Olivier gut ausgerüstet ist. Zumindest sollte ich... враг моего врага мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Ich erwarte auch einen heftigen Fight tatsächlich. Richtig Gegenwehr jetzt, ne? Jaha. So. Copacci. Nachmittag. Ach, das ist schön. Wetter ist... Ja, ja. Okay. Wolken aber sonnig. Ja, wo die Sonne ist. So, lass uns mal unser Ding ausrüsten.
Hier geht es auch gleich direkt los mit der Strahlung. Wir müssen noch irgendwas haben, damit das Tschernobylit irgendwie verbrennen können, irgendwie. So, hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Items, darum kümmern wir uns. Oh oh. Nicht nochmal, nicht nochmal. Das war sehr gefährlich. Ist das nicht die... die Tatjana? Was steht da? Ich kann nicht lesen das. Ich kann es echt nicht lesen. Oh! Nochmal? Hier gibt's Geister! Genau, diese Kräuter brauchen wir jede Menge. Wir sollen tatsächlich nachher in der Welt Dinge aufbauen gegen die Tschernobylit-Stürme und gegen die schwarzen Stalker. Also mit Monster denke ich mal, werden die schwarzen Stalker gemeint sein. Scheiße, jetzt sind wir so weit runtergelaufen. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich hier noch Items finde. Oh, hier wird es auf einmal alles ein bisschen schlimmer. Da habe ich noch was. Revolvermunition, das ist gut. Er läuft 2 Zentimeter und dann... Boah! Aber anders würde es mir auch nicht gehen, ne? Viel... Sachen sind hier nicht so looten gerade. Warte, warte, da, 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 da. Da oben auch. Brauchen wir eine gewisse Zeit, bis man das eigentlich gut sehen kann hier, wa? Ach du Scheiße. Naja, dann... Haben wir keine Motivation dafür? Fuck off, ey. Ah. Bin ich nicht durch, bin zu fett. Das ist auf jeden Fall ein Bunker halt, ne? Und diese Strahlung hier. Ah. Aha. Rot! Ja, ich mag das gerne. Und ich weiß, wo man hinlaufen muss. So, hier geht's weiter. Lass uns hier links gehen. Und hier ist Feierabend. Okay. Da ist noch was. Ich hab mich voll erschrocken, Alter. Nun ist Funkstille. Warum kriege ich einen psychischen Knacks weg, wenn ich da die Soldaten abknall? Ich meine, die würden ja nichts anderes mit uns machen. Das liegt daran, glaube ich, daran, weil ich die so misshandle einfach irgendwie. Was war das? Warte mal. Wow, der hat mir mega viel Gas. Da oben ist was. Lass uns da mal hin. Hahaha. Natürlich, die Schränke, und ich habe keinen Dietrich, verdammte Kacke.
Ich gehe mal davon aus, wir werden hier sehr viele Soldaten sehen. Ah, sehr gut. In den verstrahlten Gegend ist Gott sei Dank nichts. Aber hier ist nicht gut, wenn verstrahlte Gegentiere machen und Luft nicht richtig. Können nicht atmen, können nicht leben, können nicht ficken. Was? Oh, Benzinkanister. Okay. Da. Ein Löwenzahn. Ah, schön. Okay, das hat wie. So, da wäre ganz in der Nähe unsere Hauptmission. Da wären auch diese Fragezeichen-Dingens. Sollen wir die nochmal schnell machen? Oh, da sollten wir auf jeden Fall zugreifen. Oh, abgesperrt. Ma, das sieht nach... Egal. Guck da durch. Chemikalien. Warum müssen wir mal gucken, dass wir mal Dietriche bauen, Alter? Vielleicht können wir das ja mal bauen. Ich renne die ganze Zeit durch die Welt immer. Wo kann man nichts mitnehmen? Jede Wette ist der Bunker, wo wir gerade gewesen sind. Wetten? Ja. Hä? Aber wo kam ich denn her? Da. Sieht man schlecht, ne? Okay. Hier ist nichts. Oh, was? Die Tür zu? Echt jetzt? Die Tür geht nicht mehr wieder. Hier. Okay. Okay. Das ist da unten. Ja gut, das war, ging um diese tatsächlich. Die Sachen. Ja, Dietriche bauen. Da muss ich mal drüber nachdenken. Oder ist ein Hubschrauber? Tja, was war das? Okay. Dann sind wir hier fertig. Ich will gar nicht fragen, ne? Sag mal, die schwarzen Stalker, rennen die denn immer nur in Gebäuden rum, oder? Auch außerhalb von Gebäuden. Wo ist der Verräter? Bist du hier drinne? Verräter! Ein Deserteur. Ne, den Deserteur hatten wir schon mal gehabt. Na gut, dann mal rein. Hey! Oh. Hey, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель. Я даже в НАР никогда не работал. Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно. Я торговал с некоторыми из них иногда. Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало. Ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Но и близко не так любопытно, как ты, мой друг.
Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал? Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к нар и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. Я ни хрена тебе не буду показывать. Dann kann ich nichts mehr für dich tun. Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да, похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Мне правда жаль, но я не могу не вставать. Er war ja eh nur ein Zerrede. Aber andersrum, ja, wir hätten ihn gehen lassen können, aber ich habe mich tatsächlich dazu entschieden. Ich meine, das ist hier kein Zuckerschlecken, ne? Und wenn wir hier jemanden vertrauen, der uns anscheißt nachher, dann sind wir im Arsch. Ne? Und die NAR, wie gesagt, die töten Menschen, ne? Alles tote Menschen sind für die Kollateralschaden. Die machen da keine Ausnahmen. Und folgedessen mussten wir ihn leider... Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn wir ihn in unser Team aufnehmen hätten können. Aber er wollte ja nicht. Das wäre für mich mal eine Option gewesen. Aber er hatte ja nicht so wirklich das Interesse daran gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt die Blüten... Ja, ne, deswegen musste er daneben halt... Ja, gehen. Aber es ist ja trotzdem angenehmer, ne? Also jetzt nicht mehr hier leben zu müssen. In dieser verstrahlten, beschissenen Welt und so hat alles und... Was? Du bist der Nächste. Der hängt am Tschernobylit fest. Die arme Sau. Offensichtlich, ja. Naja, ist halt so Pech. Ist ja nicht mein Problem. So. Haben wir denn soweit alles? Dann können wir ja wieder... Ja, wir könnten jetzt Gas rein, ne? Aber wollen wir da rein? Ich weiß nicht. Hier sind auf jeden Fall noch Items, ne? Die sollten wir definitiv nochmal hier mitnehmen. Oh oh, warte mal. Ja, welche Nummer war das nochmal? Ah! Wow, sachte! Oh! Ah! Setz die Fuck. Ich sterbe hier gerade. Setz deine beschissene Gasmaske auf. Verwenden, du Affe. Dass da gleich so viel Blut um die Ecke kommt, ey. Kann nicht sein. Dass er gleich noch verbluten ist. Was ist das für ein Gas? Ich glaube, wir müssen uns gleich mal eine Suppe kochen. Scheiße, wollte ich eigentlich. Habe ich noch was? Augenblick. Heilsalbe. Geht schon wieder. Kann ich nicht mit dem? Beruhigungspilze. Ja. Ob man die Rüstung verbessern kann? Das werden wir jetzt rausfinden, denn wir gehen wieder zurück in unsere Base. La 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 la.
Ja, genau, und deswegen einfach, ne? Weil hat keinen Zweck. So, Mission erfolgreich. Was ist mit dir? Oh, Erfolg. Gesund, stabil und er hat Sachen mitgebracht. Das ist gut. Gleiche Ration wie Igor, warte mal. Wir machen diese Ration und diese Ration. Wählen. Ja. So. Was sagte ich noch? Wir wollten gucken, ob wir Dietrich hier herstellen können. Wir müssen ja irgend... Das sieht aber schön aus, ne? Wir müssen ja irgendwas haben, was wir nochmal zum Bauen. Da wäre Sachen wichtig, die man bauen kann halt. Ja. Was kann man denn hier mitmachen mit diesem Wegbank? Gar nichts. Das ist aber nur die Grunddinge. So. Hier könnten wir unsere AK verbessern. So. Basisverbesserung. Okay. Was haben wir denn hier? Schreiben, Werkzeuge, andere Gegenstände. Schlafstelle. Energieversorgung, Luftqualität. Strahlungssicherheit. Machen wir hier. Ach, hier können wir nichts bauen. Das ist schon mal gut. Was ist das denn? Chernobylit-Werkzeuge. Ah. Das ist interessant. Oh. Passt der hier noch rein? Ja, nur so hier in der Mitte. Das ist ja blöd. Aber hier unten haben wir auch schon eine kleine... Das ist ja gut. So. Also, was haben wir jetzt hier? Luftqualität. Hier gibt es Schlafstellen. Bauwerkzeuge. Hier sind wir soweit. Durch. Was haben wir hier? Igors Tasche. Was? Ah, neue Items. Das ist gut. Waffenbank. Hier werden Waffen, Patronen und verbesserte... Genau, das ist gar nicht mal so übel. Rüstbank. Hier werden Rüstungsteile. Das ist auch nicht übel. Behälter. Ja. Also, wir bauen erstmal diesen Waffen... Was ist das? Elektrische Drechselbank. Mit dieser kannst du zylindrische Hülsen... erstellen. Was ist das? Eine schwere hydraulische Presse wird zusätzlich angefertigt. Mit ihr kannst du einfach verschiedene Arten von Munition herstellen. Was ich gut finde. Haben wir die so ein bisschen quer hier? Ein bisschen quer hast du mehr? Oder wenig, ne? Da sind wir so. Aber hier. Ne, da könnte die Drechselbank hin. Warte mal. Warte mal. Geht das mit der Drechselbank hier? Ja, das... Presse. So. Sehr gut. Okay. Rüstbank, jetzt. Was können wir? Schrotpatronen. Gewehrmunition, das ist cool. Und Revolvermotivation. Herstellen. Danke. Oh, man kriegt die gleich in ganzen Sätzen hier. Sehr nice. Einmal noch. Jawohl. So, und? Ach. Nee. Schrotflinten kann man hier herstellen. Akkas. Stimmt, mal Schrotflinte her. Yay. Yeah. Dann machen wir auch gleich Schrotmunition. Zwei so Köfferchen. Nice. So, coolio. Das finde ich geil. So, da Verbesserung machen wir jetzt beim nächsten Mal. Mal schauen, was wir hier jetzt... Hier können wir so gar nicht ran. Müssen wir wahrscheinlich was reinlegen. Und hier können wir auch nicht ran. Ich hätte gedacht, hier können wir jetzt Chernobyl-Scheiß-Werkzeuge herstellen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Fehlt hier Strom oder was? Nee, ich glaube, egal. Hier muss auch nur ein Lufttrockner hin, weil dieser Bereich ist echt für den Arsch. Okay, irgendwie geht das hier nicht.
So, nochmal die Basis. Was haben wir hier noch denn? Wechseln, bauen. Bauwerkzeuge. Ein Arbeitstisch. Ne, den haben wir ja schon. Das ist ja Blödsinn. Den brauchen wir ja nicht nochmal. So. Mehr könnten wir ja aber auch gar nicht, ne? Was haben wir denn hier noch? Das ist denn diese Laserschnittmaschine, die haben wir schon da stehen. Und das Chernobyl-Geschichtenbumsen, das haben wir auch schon da stehen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendwas für Rüstung. Was ist denn das? Das sind Betten? Ne, brauchen wir nicht gerade. Das ist Generator. Oh, guck mal hier, wir könnten hier auf so einen großen Objekt zum Bauen und was ist denn Chernobyl-Generator. Brauchen wir natürlich Chernobyl-Lied und das müssen wir selber herstellen können. Das ist, noch nicht relevant. Luftqualität und hier haben wir Strahlungssicherheiten. Was ist denn das? Dekontaminierungsdusche. Strahlungssammler. Dieses Gerät absorbiert Partikel und senkt die Strahlenbelastung, damit du angstfrei atmen kannst. Oh, das ist nice. Warte mal, brauchen wir das auch hier oben irgendwo? Ja. Kann ich das hier nicht hinstellen? Das wäre natürlich geil, wenn wir es hier hinstellen würden. Strahlungsdusche. Geht man da Naki da ja rein? Na, ich weiß nicht. Ich bin da so nicht für. Hier würde das geil hinpassen. Living Room. Man muss so rausfinden. Ich weiß es nicht. Hier neben Igor. Neben Olivier. Hier können wir auch nicht ran. Das ist echt Mist. Hier wirklich hier unten, wa? Hier unter. Das wäre... Ja! Sehr gut. Jetzt haben wir auch eine Strahlungsdusche. Was wir nicht alles kriegen, ne? Hör mal. So, was ist das? Das sind die Strahlungssachen, bla bla bla. Ich würde gerne irgendwas bauen. Lufttrocknen, Luftwäsche, okay, ja. Ich würde gerne irgendwas bauen. Was? Womit ich sowas wie Dingens bauen kann hier. Okay, wo ich eigentlich so ein... Kann man die echt nutzen jetzt hier, die Strahlungsdusche? Oh, lala, ich tu... Ja, okay. Wo man denn... Dietriche herstellen kann, das wäre natürlich echt mega. Aber wir haben ja schon echt geilen Shit gebaut jetzt hier. Schrotflinten herstellen können. Ich habe mir bloß vorgestellt, dass wir... Dietriche bauen können. Hier wäre, glaube ich, nochmal so ein Luftwäscher irgendwie erforderlich, glaube ich, in diesem Raum, ne? Das können wir auch nochmal hinstellen. Das finde ich auch gar nicht mal so übel. So. Huch, verkehrt. Das ist immer noch so eine Sache. Das ist merkwürdig mit den... Hier genau, hier unter vielleicht nochmal. So. Bauen. Aber man müsste... Guck mal, das ist ja wie bei der... Hä? Nee, hä? Nee, warte mal. Das ist ja wie bei der Kochstelle eigentlich doch auch. Wenn ich hier rangehe, kann ich hier Essen herstellen. Und so... Aber so kann ich das nicht hier machen, bei den Dings. Und ich würde gerne Dietriche bauen. Wahrscheinlich kann ich das einfach noch nicht, ne? Weiß ich nicht. Okay, lass uns mal gucken. Was ist das nochmal? Magazin. Da gibt es noch dieses Trommelmagazin, was wir nehmen können. Abzugssystem. Da haben wir das normale Standard. Nee.
Also da, die, man kann dieses Gewehr tatsächlich man macht mehr Schaden, ne? Einzelschuss. Aber eine AK mit Einzelschuss ist doch auch total Blödsinn, oder? Wobei kann man bum, bum, bum. Ah, komm, lass uns das machen. So. Lauf haben wir, glaube ich, neu. Griff haben wir den neu. Ja, wir haben den hier, genau. So, was... Das Einzige wäre jetzt noch Magazin. Das können wir nicht bauen, weil uns die Sachen tatsächlich immer noch dazu fehlen. Okay. Gut. Kinderchen, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.